So Leute, liebe USA-Community, liebe Freunde, heute auf dem Plan eine Tinkstätte. Die meisten von euch dürften, sollten und wissen es wahrscheinlich auch, was eine Tinkstätte ist. Die befindet sich da oben, da gehen wir jetzt auch gleich hin. Und ja, für diese Tinkstätte hier wurde der Grundstein am 30.05.1934 gelegt. Und am 22.06. ein Jahr später durch den damaligen Propagandaminister Josef Goebbels eröffnet, fanden dann ja, diverse Veranstaltungen statt. Und ja, das Ding hier reinzuhämmern war gar nicht so einfach, weil dieser Berg hier hat außen einen sogenannten Ringwall. Und, Arbeitsdienst damals musste hier massive Sprengung ansetzen, weil das hier auf felsigem Grund steht. Und ja, damit wurde von dem Ringwall viel zerstört, was dann so der eine oder andere nicht so witzig fand. Also, wir schauen uns das Ding hier mal an, wünschen euch viel Spaß mit den Bildern, mit dem Video und jo, bis dann. Die Tinkstätte hier steht natürlich wie alle Tinkstätten auch noch aus einem Atrium, was sich hinter dieser Mauer befindet. Das zeigen wir euch gleich. Und ja, seht ihr gleich von innen. Es ist eine Art Podest-Vorbau. Was ich natürlich schon sehe, ist, da sind noch Stahlplatten. Da und da und da. Natürlich, klar, kommt man da halt so nicht rein. Akzeptieren wir auch. Dann fragt man sich natürlich schon, ja, was da wohl noch dahinter ist und was da noch drin ist. Ja, gerade ich. Ob es hier vielleicht noch einen Keller oder unterirdische Gänge gibt. wahrscheinlich. Ja. Schon mal durch die Tür gucken. Die Fahnenmasten sind zwar schon aus der Neuzeit, aber die werden damals auch da gewesen sein. Nein. Die Dinger hier wurden nicht nachträglich angebracht. Diese hier. Genauso auf der anderen Seite. Und ja, die werden damals schon da gewesen sein, das heißt, ja. Ja, natürlich, wenn man das sieht, ich denke eher nicht. Natürlich einen Moment abpassen, weil hier laufen auch noch andere Leute rum. Wenn wir da durchs Tor gehen, dass uns da vielleicht keiner entgegenkommt. Könnte auch hier hinten rum reingehen, aber ich persönlich habe mir vorgenommen, die Videosequenz so zu drehen, dass wir durch das Tor laufen. Und ja, das machen wir jetzt auch. So, wir haben es dann tatsächlich geschafft, diesen Bereich hier menschenfrei zu bekommen. So ein bisschen bei allem, weil zwei sind extra zur Seite gegangen. Ja, und Menschengruppe. Okay. Versuchen wir das mal ohne die. Also, das hier ist die Tinkstätte. Aus dem Blickwinkel hier gesehen. Ich werde natürlich auch hochgehen, weil da oben sind auch noch zwei Gebäude. Wir werden auch noch da oben drauf gehen. Da kommen wir leider nicht rein. Und ja, wie gesagt, das Ganze mit so wenig Menschen wie möglich drauf, weil ich persönlich mag das nicht. Und ja, schauen wir mal. So, da wo ich eigentlich hin möchte, befinden sich noch Menschen. Da haben wir jetzt keine Lust, hier irgendwie noch sinnlos länger rumzuwarten. Ja.
Ihr seht sie nicht, ihr hört sie. Es fährt ja noch ein Auto drin rum. Ja, das wird immer besser. So, willst du dich vermeiden lassen, dass wir ein paar Mädchen draufkriegen? Klar, eigentlich ist es ein Lost Place, aber ein besuchbarer Lost Place. Hier oben hocken jetzt dann gleich die Nächsten. Aber die hocken da auch schon seit keine Ahnung wie lange. Ich möchte jetzt hier eigentlich nicht warten, bis sie sich dazu entschließen, wegzugehen. Das sind aber die Pfahnmasten. Und, ja, wir haben gehofft, dass es regnet, dann wäre vielleicht ein bisschen weniger los gewesen. Aber der Wettergott meint, er ist in der Hinsicht nicht gut mit uns. Deswegen müssen wir jetzt damit leben, so wie es ist. Versuchen, das Beste daraus zu machen und euch nochmal Bilder zu bieten. So, die Seite hier sind wir raufgekommen. Wenn wir hier runtergehen, auf der anderen Seite, auch wenn es mich ärgert, dass da oben das Auto steht. So, dann nutze gerade mal die Gunst der Stunde, dass hier vorne jetzt gerade mal keiner ist. Zumindest nicht zu sehen, hören tut man so. Also gut finde ich schon mal, dass ich dann keine Treppen nach unten sehe. Gut, versuchen kann man hier eh nichts. Möchten wir auch gar nicht, aber ich würde mich halt natürlich fragen, wo geht's da hin, was gibt's da zu sehen und überhaupt. Und
Deswegen ist es ganz gut, dass keine Treppen da sind. Und ja, so die Aussicht, jetzt gehen wir noch da hoch. Geht ja auch noch mal Bilder. Und den Weg noch immer da drüben hochgehen, in der Mitte. Den rechts oder linken mittleren, wenn man so andersrum kann. Na ja, die Treppe, ich glaube, in die Mitte. Ja, wenn es Menschen nicht hier wären, wäre das echt ein ruhiger, cooler Ort, aber naja. Ich weiß, dass hier immer heimlich Walburgisnacht gefeiert wird. Das war mal offiziell, aber ich habe ein paar Leute daneben genommen und dann hat die Stadt gesagt, das verbieten wir. Deswegen findet das hier immer heimlich statt. Ist ja aber auch mal wieder soweit, ne? Ich muss ein bisschen leise reden, weil das Gebäude hinter mir, wenn ich jetzt ein bisschen lauter werde, höre ich mich durch den Schall nämlich selber. Ja, ich versuche gerade so ein bisschen Zeit zu überbrücken, weil ich was sehe, was ihr nicht seht. Ich versuche da irgendwie drauf zu kriegen, deswegen erzähle ich mir halt irgendwie hier so, ja, den Ast. Ja, der Geschichte vorlesen. Es war einmal. Oh, Leute, geht doch weiter. Okay, die gehen nicht weiter. Dann gehen wir jetzt weiter. Also. So, die Jacqueline hat mich gerade gefragt, ob ich mir mal die Treppen angeguckt habe. Ich habe ihr dann gesagt, ja, habe ich mir angeguckt. Sie sich auch, aber naja. So, Leute, nochmal das mittlere Podest, nehmen wir es mal so, hier erreicht. Gehen wir oben noch ein bisschen weiter.
Muss natürlich sein. Wenn hier sowas mit Graffiti vollsprüht. Da ist leider keine Beschreibung irgendwo angebracht. Zu dem Bereich hier oben. Das eine Schild eben war einfach nur, dass Vandalismus etc. hier zur Anzeige gebracht wird, da sonst steht ja nichts drauf. Keine Möglichkeit irgendwie reinzugucken. Schade. Schade, schade. Das ist dann noch der andere Turm. Nicht nur eine Treppe, sondern zwei. Zumindest sieht das gerade so aus. Noch ein weiterer Abgang, der da runter geht. So, wir verlassen noch hier diesen mittleren Bereich, im Moment gewartet, weil hier noch Leute Mittag gegessen haben auf der Treppe. Dann sind aber jetzt weg. So, dass wir die Treppe ganz für uns alleine filmen können. Finde ich persönlich, wie gesagt, immer am besten. Das Ding hier liegt zwar mitten im Wald, aber dennoch wirklich in einem Berg. Hat auch eine schöne Aussicht da hinten. Ja, aber wobei, ich hätte fast gesagt, ich stehe am höchsten Punkt. Ne, der höchste Punkt ist dieses Ding hier. Und jetzt ist es der höchste Punkt. Ich glaube, ich stelle die Kamera gleich mal auf die Füße und lasse sie einfach mal eine Minute laufen. Dass man so eine Minute von hier oben vom Eindruck mitbekommt. Ja, ansonsten ist das hier der höchste Punkt. Weiß nicht, ob ich den Rückweg noch filme. Also meine Idee, die Kamera hier an den höchsten Punkt zu stellen, entpuppte sich als eine schlechte Idee, denn es ist wirklich sehr windig. Ich glaube, die Windgeräusche wären dann mehr störend als schön gewesen. Ich habe was anderes gefunden, so eine kleine Tafel, die hier steht. Da ist sie. Will ich euch mit dem Blick in der schönen Aussicht nach da hinten gerne vorlesen. Die Freilichtbühne Tinkstätte. Also die heißt nicht Tinkstätte, das ist eine Tinkstätte, das ist ein bisschen komisch formuliert da oben. Als Teil der nationalsozialistischen Propaganda entstand in den ersten Jahren nach der Machtergreifung die Ting-Bewegung. Ihr Ziel war es, aus dem Gemeinschaftserlebnis heraus den neuen deutschen Menschen nach dem Willen des Führers zu formen und zu schaffen. In Anknüpfung an uraltes Ahnenerbe plante man in allen Teilen des Reiches den Bau von über 400 Versammlungsstätten, bei deren architektonischer Gestaltung man sich auf das germanische Ting, ein Volksversammlungsplatz im Freien, als Vorbild berief.
1934 erbaute der Reichsarbeitsdienst nach Plänen des Karlsruher Hochschulprofessors Hermann Alker diese Tinkstätte. Die Anlage hat 8000 Sitzplätze und ca. 5000 Stehplätze. Zwei sechseckige Flakentürme für die Beleuchtung. Ich wollte gerade Flaktürme sagen. Es lag mir auf der Zunge. Also, zwei sechseckige Flakentürme für die Beleuchtung und Ton sowie breite Aufmarschwege für Chor, Spieler und Zuschauer. Ein halbrundes Bühnen- und Garderobengebäude, das ist nämlich das da unten, da ganz da unten, schließt die muschelförmige Anlage ab. Im Gegensatz zum griechischen Amphitheater sind Spielfläche und Zuschauerraum nicht durch ein eigenes großes Szenengebäude getrennt. Die Einweihung dieser Tinkstätte erfolgte am 22. Juni 1935 durch, wie ich es ja vorhin schon erwähnt hatte, Propagandaminister Josef Goebbels. Sie galt in den NS-Führungskreisen als vorbildlich. Seit 1987 wird sie wieder, wie etwa auch, was? Seit 1987 wird sie wieder, wie auch, etwa auch die Anlage auf der Lorelei, ach so, ja, für Veranstaltungen genutzt. Ja, das Witzige ist, ich zeig euch mal was. Ich habe das, also zum einen habe ich geguckt, dass die Kamera so einigermaßen gerade ist. Und zum anderen gibt es hier so Schlaumeier, die haben das auf Neudeutsch dazu geschrieben. Und während des Vorlesens habe ich schon geschaut, ob das auch wirklich so richtig ist. Na gut, wer kann, der kann. Also. So viel zu diesem kleinen Text hier. Da kommen schon die nächsten Leute, wie ihr seht. Das ist immer sehr witzig. So, wir haben es dann hier oben doch noch ein bisschen umgeschaut. Wir haben dann dieses hier gefunden. Ja, da steht vorgeschichtliche befestigte Siedlung, innerer Ringwall. Zwei Verbindungswälle mit Tor, angelegt von den Kelten gegen die vordringenden Germanen, etwa 400 Jahre vor Christus. Das ist ja das, was ich vorhin zu eingehend schon erwähnt hatte, dass ja der Boden hier sehr felsig ist und der Arbeitsdienst damals sich quasi hier so ein bisschen reingesprengt hat, ja, um Platz zu schaffen und damit Teile ja, des Walls zerstört hat. Es gab damals ein bisschen Knatschen in der Partei und auch hier bei den Anwohnern. Aber ja, hier muss das wohl mal gestanden haben. Und wie gesagt, durch die Sprengungen des Arbeitsdienstes, um das ganze Ding hier anzulegen, ja, ist da so einiges beschädigt worden. So, auf dem Weg nach oben haben wir euch die mittlere Treppe gezeigt. Nur, wie ihr seht, sind wieder persönlich einfach zu viele Menschen unterwegs, weswegen ich mich gerade dazu entschieden habe, den Weg zurück hier über das Außenrondell zu nehmen. Hinter mir ist einer der Flakentürme, okay, war ein Scherz. Was hier nur ein bisschen blöd ist, ist der Abstand von den Stufen, weil es ist nicht mein Schrittmaß.
So wie ich es ja bereits erwähnt habe, ja, natürlich, es ist definitiv ein Lost Place. Ja. Das kann man natürlich sagen, aber hier laufen noch Menschen rum. Ja, aber es geht ja um die Zeit, wo das ganze Ding hier auch mit dem Hintergrund entstanden ist. Und die Geschichte ist definitiv vorbei. Und von dem Standpunkt aus gesehen, ist es ein Lost Place, natürlich frei zugänglich. Deswegen war das heute immer nicht ganz so einfach. Ja, mit den ganzen Menschen, die so rumlaufen. Und, schönes Wolkenbild. Genau, die hier rumlaufen. Und dennoch wollten wir es euch ja, ein bisschen näher bringen, zeigen und ein paar Sachen dazu sagen. Ich denke, das haben wir ganz gut hinbekommen. Natürlich, wenn man weiß, dass man hier komplett alleine ist, da kann man das komplett anders aufziehen. Da muss man auch die Texte nicht wiederholen, zumal ich eh nicht jemand bin, der gerne Sachen wiederholt. Ich mache ja immer alles ohne Zettel, ohne irgendwas, sprich aus dem Stegreif. Ich persönlich finde es sehr schwer, sich selber dann genauso akkurat und mit Ton und Stimmlage zu wiederholen, wie man das im ersten Take gemacht hat. Und, das geht meistens in die Hose. Deswegen, ja, hier auch mal ein kleiner Schwenk. Dann gehen wir noch durchs Tor und dann verabschieden wir uns hier. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen schief, aber ich bin rückwärts gelaufen. Also, in diesem Sinne. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Video. Ja, wir sind hier raus. Und ja, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, tschüss.